zu Moshe, also so eine Geschichte einmal. Wir haben ja schon gesagt, dass er an dieser Stelle der vierten Sphira, Netzach, auch mit dem Planeten Merkur und damit dem griechischen Hermes in gewissem Sinne zu assoziieren zumindest ist, der also so der flinke Bote ist. Moshe natürlich als Bote auch ganz klar auftretend in der biblischen Geschichte. Und als Metall wird ihm das Quecksilber zugeordnet, das ja diesen flüchtigen Charakter hat, diesen nicht wirklich zu fassen zu kriegen. Und da sind wir auch wieder bei den Boten, Hermes, Merkurius, mit seinen geflügelten Sandalen und da gibt es dann eine Geschichte, die vielleicht diesen Charakter des Moshe auch ein bisschen illustriert. Also nicht Charakter im Sinne von Persönlichkeit, Charakter, sondern den Charakter dieses Wesens, das sich da als Mose im Biblischen ausdrückt und eben auch den Charakter dieses vierten der sieben Sphirot, dieses, was ja der Durchbruch ist, der sozusagen nach der ersten Dreiheit, die abgeschlossen ist, noch einmal eine neue Dreiheit anfangen lässt. Nun eben nicht mehr aus dem Nichts, wie es bei dem ersten Tag ist, wo quasi das Licht als erste Schöpfung gerufen wird, in das Chaos hinein und es dann erst anfängt mit dieser geordneten Schematik sozusagen der Schöpfungsworte, Taten und eben dieser Tageszählung. Beim vierten Tag, beziehungsweise allgemein bei dieser vierten Stelle der Siebenheit, wo also die zweite Triade beginnt, da ist also etwas Ähnliches, eben diese etwas niedrigere oder man könnte sagen auch tiefer gehende Wiederholung der ersten Triade, wo diese erste Sphira in der vierten Sphira eben als niedere Abschattung noch einmal auftritt. Dort ist auch ein Durchbruch, aber kein Durchbruch aus dem Nichts, sondern der Durchbruch aus dem bereits Vorhandenen, was sich schon ergeben hat sozusagen. Und so ist sie ein sehr treffender, was ist, also ein Ausdruck, oder sie ist genau der Punkt oder die Schicht in uns allen und in aller Schöpfung, wo die Erlösung angesiedelt ist. Denn die ist ja gerade das, was nicht schon von Anfang an sein kann, ganz grundsätzlich. Da muss erstmal die Geschichte sozusagen ausgefaltet werden. Aber dann in der Mitte, wie die vier eben auch die Mitte der sieben ist, in dieser Zählung, in anderer Symbolik steht da eben die Zahl dreieinhalb, wie die dreieinhalb Ellen des Menschen und so weiter, wo wir schon viel zu gesagt haben. Diese vier nun also, der Mittelpunkt ist jetzt der Punkt, wo der Durchbruch geschieht, wo aus Ägypten, also aus dem Geknechtetsein in der Schöpfung, der Mensch oder das geistig-seelische im Menschen Israel herausgeholt wird, erlöst wird von dieser Bezwängtheit, Eingezwängtheit und Gefangenschaft in Ägypten eben. Und das ist dann eben Moshe, der diese Erlösung ermöglicht, die Botschaft bringt, dass diese Erlösung vonstatten geht. Und wie eben auch diese Erlösung etwas ist, was nicht so greifbar ist. Das Bild vom Hirsch, der verschwindet, sobald man ihn erblickt hat, der Erlöser, der schon da ist, bevor man ihn überhaupt ersehnt hat. Christus, der schon geschlachtet wurde als das Lamm Gottes, bevor überhaupt diese Welt niedergeschmettert worden ist, hinabgeworfen, wie das auch Grundlegung wird es dann gerne übersetzt, weil es ein bisschen sanfter wirkt, aber Katabalein ist, glaube ich, die Wurzel im Griechischen, also hinab. Werfen wirklich. Und vorher schon ist dieses Lamm, wie auch schon in der Erzählung durch das Alphabet hindurch erzählt, dass dieses Lamm schon noch vor der Aleph, vor dem allerersten Zeichen steht und am Ende wieder dasteht, sozusagen. Das ist das 23. das verborgene Zeichen mit dem Zahlenwert der 500, was Himmel und Erde verbindet und diese ganze Symbolik. Und also auch die Erlösung, wie sie Moshe verkörpert, als der Botschafter, der Götterbote sozusagen, wie Hermes und Merkurius,
der eben Israel aus dieser Gefangenschaft Ägyptens herausführt. Und dann bei der Frage, was ist das für ein Mensch? Also, da wird dann gesagt, als von ihm gehört wird, von diesem Mosche, was das für ein Wundertäter sei und für ein großer Mensch, ein großer Gottesmann, da will dieser Herrscher, der das hört, sei es der Pharao, sei es irgendein anderer kuschitischer Herrscher, also in einem anderen Königreich. Er will wissen, was hat's auf sich mit dem und schickt jemanden dahin. Also ich erzähle diese Geschichte jetzt einfach mal ganz frei. Ich kenne auch nur Erzählungen von dieser Erzählung, nicht da die Stelle im Midrasch oder wo genau sie herkommt, habe ich noch nicht selbst gefunden bisher. Aber von Weinreb habe ich sie gehört und von Dieter Mionske habe ich sie, glaube ich, auch einmal gehört. Jedenfalls einfach mal das, wie sie vielleicht jetzt auch mit den heutigen Bildern sich mir darstellt, hier wiedergegeben. Es wird also jemand hingeschickt, so eine Art Porträtzeichner, Maler, sagen wir mal, der malt ein Bild von Moshe. Und es wird dann diesem Auftraggeber gezeigt, sagen wir dem Pharao. Und dann der sagt, ja, was? Das kann doch nicht dieser Held sein, von dem da die Rede ist. Das sieht doch aus wie ein ganz gemeiner, einfacher, ungebildeter Straßen. Nicht Straßenjunge, aber Hirtenjunge in dem Fall. Und das kann doch kein großer Volksführer sein und kein großer Wundertäter. Keine Ahnung, ich habe getan, getreu abgezeichnet, wie er sich mir dargestellt hat. Dann schickt er den nächsten hin. Das ist dann vielleicht kein Maler, sondern ja, so, was sagen wir, ein Journalist in den heutigen Worten. Ein Reporter oder ein Künstler, der Gedichte schreibt, also ein Dichter oder dergleichen. Er geht hin, macht sich auch ein Bild und kommt zurück mit eben einer Beschreibung in geschriebenen Worten von diesem Menschen. Und da zeichnet er ihn als einen, es wird tatsächlich dann wohl so gesagt, laut den Leuten, die es eben erzählt haben, für meine Ohren, als ein Lüstling, also ein, der Pharao kann es nicht glauben und sagt wieder dasselbe wie beim ersten. Ja, kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch gehört von einem großen Helden, einem ganz edlen Mann und du zeigst mir hier diesen Perversen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Aber der Dichter sagt auch, doch, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen und mit aller meiner Kunstfertigkeit dir versucht, ein Bild in Worten zu zeichnen, zu geben, von genau dem, was sich mir gezeigt hat. Und so geht es weiter. Es werden vielleicht noch weitere dorthin geschickt und jedes Mal wieder ein zwar anderes Bild auf die eine oder andere Art, wie es dann ihm gezeigt wird, aber jedes Mal irgendwas Negatives, irgendeine negative Seite wird da ihm präsentiert und jedes Mal sagt er, das kann doch nicht dann dieser Held sein, nicht dieser Gottesmann, nicht dieser Wundertäter, von dem da die Rede ist. Und irgendwann reicht es ihm und er will nicht mehr auf Augen- oder Ohrenzeugenberichte vertrauen und geht selbst hin und macht sich ein Bild von Mose selbst. Und konfrontiert ihn und sagt ihm, hier, was ist los? Was bist du für einer? Wer bist du wirklich? Ich habe gesehen, wie dich jemand als Lüstling, als Perversen dargestellt hat. Ich habe gesehen, wie dich jemand als ganz dummen, einfachen, ungebildeten Mann dargestellt hat. Ich habe gesehen, wie dich einer als Betrüger, als wirklichen Trickster und Lügner dargestellt hat. Ich habe dich gesehen von einem, der hat dich als einen Gewalttätigen, einen Mörder, Totschläger dargestellt. Was ist jetzt nun wahr? Was für einer bist du? Und Moshe sagt, ja, die haben alle recht. Alles stimmt. Das haben sie alles an mir gesehen. Jeder hat von der anderen Seite geguckt und irgendwie stimmt's alles. Aber es stimmt halt in dem Sinne auch alles nicht, weil es immer nur eine Seite ist und immer nur ein Ausschnitt und nicht den Gesamtzusammenhang zeigt. Und ich erzähle es jetzt einfach mal so, wie es bei mir irgendwie hängen geblieben ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon wirklich dann in dieser Urerzählung drin steckt. Aber man könnte es vielleicht dann auch so sagen. Ja, weißt du,
Der Mörder, ja, der bin ich. Da, diesen Ägypter habe ich erschlagen, weil ich versucht habe, einen meiner israelitischen Brüder zu beschützen vor ihm. In dem Sinne, hätte er auch das gesehen, hätte er mich vielleicht nicht als Mörder dargestellt, sondern als heldenhaften Beschützer seiner Brüder. Aber so hat er es gesehen, wie er es gesehen hat, und wahr ist es trotzdem. Er hat getreu ausgerichtet, was er gesehen hat. Und bei den anderen Geschichten, die dir erzählt wurden oder die dir gezeigt wurden, die anderen Bilder von mir, auch die sind genau solche Ausdrücke. Ja, ein einfacher Hirtenjunge bin ich. Ich bin jahrelang, jahrzehntelang einfach nur als Geflohener aus Ägypten, als Hirte unterwegs gewesen. Und in der wahren Welt, wie sie sich mir inzwischen offenbart hat, habe ich nie etwas von, davon habe ich nie etwas gelernt. Ich bin zwar am Hof des Pharao aufgewachsen, habe alles von der Pharaonenweisheit oder der Ägypterweisheit gelernt, aber das erachte ich alles für nichts, für Torheit. Und so bin ich ein ungebildeter Hirtenjunge, ja. Und auch die anderen Sachen kann er alle in dem Sinne entkräften und gleichzeitig aber doch auch bestätigen, denn alles stimmt und stimmt auch nicht. Und das erinnert einen vielleicht auch an ein Bild, was, glaube ich, aus der buddhistischen oder hinduistischen Mythologie oder Überlieferung, Weisheit, wie auch immer man es nennen will, zumindest mir einmal irgendwann erzählt wurde, wo man mehrere Blinde schickt zu einem Elefanten und sie sollen den Elefanten beschreiben, was da vor ihnen stand. Und alle betasten eben ein anderes Körperteil des Elefanten. Und der eine betastet eben das riesige Bein und der sagt, oh, wir hatten da ganz eindeutig eine Art große Säule vor uns. Und dann ein anderer hat aber den Schwanz hinten vom Elefanten irgendwie betastet. Und er sagt, nee, wir hatten da so eine Art Gewächs oder so einen Strauch. Wedel oder dergleichen, was vor uns stand. Was redest du von einer Säule? Also, es war doch nichts Festes und Großes und Starres, sondern etwas so, ja, Kleines, mit flechtiges, haariges, so ungefähr wie auch immer. Und ein anderer, der fasst einfach an den großen, riesigen Bauch oder Wanst von diesem Elefanten. Und er sagt nur, standen vor einer Wand, vor nichts anderem. Was redet ihr da? Keine Form, einfach nur ein harter Widerstand und überall, wo ich auch hingegriffen habe. Wieder ein anderer greift an den Rüssel und beschreibt eben den Rüssel und ein anderer greift an den Stoßstamm, beschreibt den Stoßzahn, ein anderer an das Ohr, das große Lappenhafte, beschreibt das und natürlich hat jeder ein völlig anderes Bild von dem, was vor ihm stand. Und so streiten sie sich, wer jetzt die Wahrheit beschreibt. Und natürlich ist die wirkliche Antwort, alle beschreiben die Wahrheit, aber keiner beschreibt die ganze Wahrheit. Und so sei es dann eben auch mit all den verschiedenen Weltanschauungen, den Ismen. Also sei es Materialismus, sei es Spiritismus, Spiritualismus oder Psychismus oder Dynamismus, wo die Kräfte sind, die vermeintlich das einzig wahre Prinzip sind, und Pneumatismus und Sensualismus und was man da alles finden kann. Rudolf Steiner hat einmal eine Auflistung von 12 solchen Ismen gegeben, die in gewissermaßen ein Fortschreiten sind, durchaus sehr systematisch kann man es verstehen. Wie einmal wirklich ein Kreis gegangen wird. Er ordnet es dann auch wirklich den Tierkreiszeichen zu, den 12. Und kann man ja mal nachsuchen, zum Beispiel beim anthrowiki.at, denke ich mal, wird man es irgendwie finden, sowas wie die 12 Weltanschauungen oder sowas eingeben. Und dann denke ich, wird man auch auf die Steiner-Aussagen ganz gut verwiesen werden. Und in diesem Sinne, keine dieser Weltanschauungen beschreibt die Realität als solche in einem absoluten Sinne korrekt, perfekt, aber doch sind sie aus ihrem jeweiligen Blickwinkel schon erst einmal richtig. Aber erst alles zusammen ergibt eben das wahre Bild, das wirkliche Bild. Und
Das ist eben auch das, was Moshe da als einziges zu seiner Verteidigung sagen kann. Und dieses Flüchtige, was uns hier in der Welt eben nur gegeben ist im Blick auf die Realität und eben auch auf diesen Durchbruch der Erlösung, führt dann dazu, dass sich uns Moshe, dass sich uns dieser Hermes, dieser Bote der Götter, der die frohe Botschaft bringt, auch das Evangelium, also die Botschaft vom Guten, dass sich der uns immer anders zeigt. Und je nachdem, das sieht man ja auch ganz besonders an diesem Jesus-Bild in den verschiedenen christlichen Denominationen oder eben nicht nur christlich, auch im Islam tritt Jesus auf und im Judentum wird von Jesus geredet. Da ist er dann sowas wie der geradezu der Antichristus, weil er eben scheinbar die Tora abgeschafft hat, zumindest im Verständnis vieler Christen. Und wie oft eben Juden verfolgt wurden, getötet wurden, gepeinigt wurden, wirklich gequält wurden mit dem Neuen Testament, wo deswegen sozusagen kaum ein Jude je drin gelesen hat, weil er so eine Abscheu davor hat, nur deswegen, weil eben ihnen dieser Blickwinkel nur gegeben war auf diesen Jesus, der da von Leuten verkündet wurde, die quasi das Neue Testament als Waffe eingesetzt haben gegen die Juden mit ihrem vermeintlich veralteten Alten Testament. Und so ist also vielleicht gerade Jesus als das endgültige Symbol der Erlösung aus Ägypten heraus, das Lamm, dessen Blut an die Türen gestrichen wird, damit dieses Passawunder geschehen kann. Dieser Jesus ist so vielfältig in seinen Erscheinungen für uns verzerrt perspektivisch wahrnehmenden Wesen wie kaum eine andere Figur. Und in diesem Sinne, das ein bisschen so als Charakter auch dieses Netzach, dieser vierten Sphira, die eben als solche erst einmal zu flüchtig ist, als dass wir sie wirklich erfassen könnten. Deswegen ja auch Aaron auf der anderen Seite, als das, was dem Gestalt gibt. Es gibt auch diese Geschichte, die wurde schon einmal erwähnt, das Lied vom Lamm, wo aufgezählt wird, so eine Art Kreislauf. Das Lamm wird gebissen von der Katze, dann kommt der Hund, beißt die Katze, der Stock schlägt den Hund und dann kommt eben als viertes, das Feuer verbrennt den Stock aus Holz und das Wasser als fünftes löscht das Feuer. Und dann geht es wieder weiter, der Ochse, der sechste, trinkt das Wasser weg und dann kommt der Mensch am siebten, als siebtes. Aber worauf ich jetzt hinaus, worauf das jetzt hinaus soll, an der Stelle von Moshe, vierte, und Aaron, fünfter, steht eben Feuer und Wasser. Und so ist es ja auch, die rechte Säule, wo diese vierte und auch die erste Sphira stehen, das ist ja auch die Feuersäule, die männliche, eher dem Himmel zugeneigte, dem Geist zugeneigte Säule, und links die Wassersäule mit der zweiten und der fünften Sphira. Und so wie sozusagen das Feuer erst dadurch sichtbar wird, vor allem wenn man Feuer im Sinne der Hitze erst einmal versteht, was ja so im Sinne der vier Elemente auch eigentlich dann eher gemeint ist, wenn überhaupt man es auf etwas, eine physische Erscheinung beziehen will, die Hitze also und das Wasser, was dann sozusagen erst einmal überhaupt auch dem Feuer Einhalt gebietet, wenn es wirklich als Flammen bedrohlich wird, zu verzehren droht, dann ist eben Wasser das, was begrenzen kann, was dem die Gefahr nimmt. Andererseits aber ist es auch ein Verhältnis hin und her, je nachdem, was überwiegt. Wenn das Wasser überwiegt, kann das Feuer gelöscht werden. Wenn aber das Feuer überwiegt, wird das Wasser heiß werden und verdunsten und aufsteigen. Richtung Geist, luftigem Element sich bewegen. Und interessant ist noch, wenn man das Wasser sieht, wie zum Beispiel in den Ozeanen auftritt, wo verschiedene Hitzeströmungen gerade eine Rolle spielen in der Dynamik, die diese eben das Wasser dann nimmt durch die Strömungen. So kann man sagen, in dem Wasser, anhand der Strömungen in diesem Wasser und der verschiedenen Bewegungen des Wassers, zeigt sich dann dieses an sich unsichtbare Hitzeelement. Eben als diese Dynamik, als diese Muster
von verschiedenen Strömungen im Wasser. Und so kann man auch sagen, dass das Wässrige, diese linke Säule überhaupt, aber im Konkreten jetzt auch Aharon als fünftes Pharao und das Priestertum überhaupt in seiner ganz vollumfänglichen Dimension, ist das, was etwas sichtbar macht, nämlich das Feuer des Geistes, was an sich zwar wirkmächtig ist in dieser Welt, aber eben nicht erfassbar ist, nicht fassbar ist auch für uns. Und dieses Ewige, was eben einfach ist, bam, sozusagen, man kann es gar nicht wirklich erfassen, es ist einfach so nah einem, man sagt ja auch, ich glaube im Islam ist es üblicherweise, dem Islam üblicherweise zugerechnet, dieses Sprichwort, Gott ist dir näher als deine Halsschlagader. Also das ist, wie nah einem die Halsschlagader ist, es wird einem dann erst bewusst, wenn man sie wirklich mal pochen spürt in besonderen Situationen. Aber ansonsten ist sie einem eben so nah, dass man eigentlich gar nicht über sie nachdenkt. Sie ist einem zu nah, als dass man sie die ganze Zeit vor Augen hätte, sozusagen. Und Gott eben ist noch näher als das. Und es ist wie dieser Wald vor lauter Bäumen, könnte man auch sagen. Es ist alles, in allem zeigt sich eben das Göttliche, Ewige, Heilige, aber das können wir nicht fassen, deswegen betrachten wir das alles, müssen wir das alles sozusagen zersplittert betrachten und dann ist es eben gerade das Chol, das Profane, der Sand, die Vielheit, anstatt die große Einheit. Und deswegen brauchen wir diesen Priesterdienst, dieses Priesterliche, was vermittelt der ritualhaften Ordnungen und Anweisungen sozusagen uns eben den Weg wieder ermöglicht, den Weg Schritt für Schritt hin zum Heiligtum, in den Tempel hinein, um uns selbst darzubringen und uns selbst zu nähern eben diesem Heiligen, dem Ewigen. Und gerade da zeigt sich dann eben das, was ich sonst nicht zeigen könnte. So viel vielleicht erst einmal zu Mose und Aaron, zu Viertem und Fünftem im Verhältnis, gerade als diese Vierte und Fünfte Sphira, als Netzach, dieser Sieg, dieser Durchbruch hin zum Sieg und in dem Sinne das Ewige hier in der Zeit sich ausdrückende Mausche, der Bote, der Evangeliumverkünder in dem Sinne auch, der die Befreiung ermöglicht, der aber nicht so fassbar ist als solcher, der erst diese andere Seite braucht, als die ihn kleidende Seite, ihn sichtbar machende Seite. Und das ist Aaron, der Priester, diese fünfte Sphira Haud, die Pracht, der Glanz, aber auch das, wo dann der Dank und die Freude herkommt, für die man überhaupt danken kann. Und in dieser Freude zeigt sich dann auch eben dieser wahre Wohlgeruch, der aufsteigt, der ist das Opfer, das wahre Opfer, das sich näher bringen, das näher kommen eben, Gott angedient wird. Nicht durch die Worte und auch noch nicht mal durch das Grinsen oder das Lächeln und Lachen, aber dadurch schon eher als durch die bloßen Worte, sondern im Endeffekt durch das wirkliche Empfinden und Erleben. Und deswegen sollte ich auch nicht weiter jetzt davon reden. Es zeigt sich oder es zeigt sich nicht. Das liegt nicht wirklich in meiner Hand. Und soll es auch nicht. Käme der dritte Patriarch Jakob, aber gerade hierzu, wo ja wirklich schon mit Jakob Esau dieser ganzen Thematik sehr viel gesagt, also können wir das vielleicht auch etwas abkürzen, zumindest jetzt keine große Zusatzerzählung mehr ausführen, an anderer Stelle bestimmt mal wieder, wenn es dazu kommt, aber für
Jakobs Erste nur noch einmal eben darauf verwiesen. Diese ganze Jakob-Esau-Thematik, gerade dieser Kampf am Jabbok, fast ein ganzer der Pfeifenmonologe ist nur diesem Thema gewidmet, schon im Namen des Videos, dann bei YouTube. Jakob Esau, der Kampf am Jabbok. Zum Zwillingscharakter der drei hatten wir auch schon wieder was gesagt, im Zusammenhang mit dem Wein, als der Frucht dieses dritten Tages, dem Weinstock, der Traube. An diesem dritten Tag in der Schöpfungsgeschichte werden ja auch die beiden Bäume geschaffen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal angesprochen, aber hier vielleicht noch mal deutlicher. Natürlich wird nicht direkt gesagt, es wird der Baum der Erkenntnis geschaffen, es wird der Baum des Lebens geschaffen, aber es wird eben die Pflanzenwelt geschaffen. Und gerade wo dann die Bäume geschaffen werden, wird zunächst erzählt, wie Gott spricht und es sollen sein, dieses und jenes und unter anderem eben Etzperi aus Seperi, also Baum der Frucht, machend Frucht, also etwas glatter übersetzt, ein Fruchtbaum, der Frucht macht. Aber wenn man es dann genauer anguckt, sieht man dann gegenüber, was geschieht wirklich und es entstand dieses, jenes und so weiter, unter anderem der Etz aus Seperi. Also es sollte entstehen der Etz Peri aus Seperi, es entsteht aber nur sozusagen der Eitz aus Seperi, also Baum der, also ein Baum der Frucht, der auch noch Frucht macht, ist das, was entstehen sollte. Und das wird dann auch so gedeutet, speziell dann Weinreb führt es sehr schön auch für die heutige Zeit aus, dass es eben der Baum, der schon selbst Frucht ist an sich, ist, der aber dann auch noch Frucht macht. Was aber dann nur entsteht, ist ein Baum, der Frucht macht, der aber noch nicht an sich selbst Frucht ist. In diesem Sinne ist es also das Sein, was das Werden schon in sich enthält. Das ist der Etzperi aus Seperi. Aber der Baum, der dann wirklich entsteht, oder beziehungsweise wo, von dem halt gesagt wird an dieser Stelle und es entsteht, der Etz aus Seperi, das ist eben nur der Baum, der Frucht macht. Das ist nur das Werden, was sozusagen abgeschnitten ist von der Quelle des Seins, wo alles enthalten ist, auch das Werden. Aber eben diese Quelle wurde, oder der Bezug zu dieser Quelle ist dann abgeschnitten. So sagt man ja auch, die Sünde des Menschen besteht eigentlich gerade darin, dass er eben die Wurzeln durchschlägt, die der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gemeinsam haben. Also eigentlich ist es ein Baum, der in der Wurzel, also die haben die gemeinsame Wurzel, eine gemeinsame Wurzel. Und gerade diese Wurzel schlägt der Mensch durch. Und das ist seine Sünde. Und in diesem Sinne, diese Zweiheit, dieser Zwillingswettstreit ist eben schon dort angelegt, an diesem dritten Tag, eben auch der Zwillingswettstreit von Jakob und Esau, aber eben auch in jeder Dreiheit, auch dann zum Beispiel eben in den Möglichkeiten, die uns der Wein bietet, als Frucht oder als Saft der Frucht des dritten Tages, der Rausch oder doch die innige Heiligung dieser symbolträchtigen Substanz. Und das ist eben immer der Baum der Erkenntnis auf der einen Seite, das Wahrnehmen nur nach dem Werden, das reine äußerlich betrachtete kausale Denken, Ursache und Wirkung, das die Vergangenheit beurteilen und davon versuchen Rückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen, dadurch die Gegenwart zu verlieren gewissermaßen, sich selbst zerreißen zu lassen in Vergangenheit und Zukunft,
zum Preis der wirklich erlebten Gegenwart. Und noch vieles andere, was eben mit diesem Äußerlichen zu tun hat, mit diesem nur nach außen gerichtet sein. Dagegen das andere, der Baum des Lebens, der ist in erster Linie nach innen gerichtet. Das ist das Qualitative, nicht das Quantitative, das Empfinden, das Wertschätzen dessen, was auch gering ist, das nicht das eine am anderen messen, sondern jedes für sich wertschätzen und im Kontext trotzdem sehen natürlich, auch nicht rausreißen aus dem Kontext und so eben vor allem auch sich selbst als eins wenigstens glauben. Wissen ist ein Wort, was eigentlich vermessen ist, in diesem Sinne zu verwenden, aber zu glauben, darauf zu vertrauen, dass doch eigentlich alles schon Teil von mir ist und genau auf die Zeit wie auf den Raum bezogen. Also nicht groß in die Vergangenheit zu gucken die ganze Zeit, auch nicht groß in die Zukunft mit bangem Blick zu gucken, sondern hier, wo man gerade hingestellt ist, erleben, was zu erleben ist. Und dann zeigen sich halt auch solche Wunder, wie das eigentlich die Vergangenheit insbesondere mit enthalten ist in dieser Gegenwart auf eine so überraschende Art, wie man sie, wenn man Beispiele gibt, dann wirken sie lächerlich, dann wirken sie, ja, okay, das hast du dir aber schön eingeredet, eingebildet, was auch immer. Und man kann sie auch nicht immer so bewusst überhaupt klar benennen, also schon, nicht mal für sich selbst, schon gar nicht für andere. Es ist auch eher eine Sache, die man immer mehr fühlt und eben erlebt. Und nicht nur die Vergangenheit, nur die kann man noch am ehesten dann irgendwie in Worte fassen, aber es ist halt auch die Zukunft. Und zwar weniger auch nur die Zukunft hier in diesem linear-irdisch-zeitlichen Sinn, sondern einfach alles, was da kommt, was noch am Kommen ist. Wie das alles eben enthalten ist, schon in diesem Moment, in dem wir immer stehen und sich immer nur anderes zeigt. Einfach wie, so viele Bilder, die alle ihre Schönheit haben, aber auch eigentlich wiederum zu kurz greifen. Es gibt so eine Erzählung, eigentlich in Bezug auf den Tod, wo ein Weiser noch einmal einen alten Mann besucht, der im Sterbebett liegt. Und dieser Alte sagt zu dem Rebbe, sagen wir mal, ah, Rebbe, ich weiß, ich sollte keine Angst vor dem Tod haben, aber ich habe einfach Angst vor dem Tod. Können Sie mir es nicht nochmal wenigstens bestätigen? Es ist doch so, oder? Der Tod ist nur wie, als ob ich von einem Zimmer durch die Tür rausgehe, ins nächste Zimmer komme. Und da sagt der Rebbe, nee, das ist nicht der Tod. Der Tod ist, wenn du hier von dieser Ecke im Zimmer dort in die andere Ecke von diesem Zimmer gehst. Also im Endeffekt, wir gehen nicht in eine andere Welt, es ist diese Welt hier, nur ein anderer Blickwinkel. Und etwas weiter getrieben, dieses Bild, als ich vor nicht allzu langer Zeit in meinem hochgeschätzten Palmgarten mal wieder war, mit einem Freund und ich nenne ihn mal Bruder, da fiel uns so auch diese Geschichte ein und gerade in diesem Palmgarten konnte man die noch einmal ein bisschen ausschmücken, indem man es übertrug auf das Prinzip. Dort ist so eine Art Kinderlokomotivenzug, der auf so kleinen Schienen rumfährt und eben mehr oder weniger durch den ganzen Garten einführt. Und dieser Garten eben einfach ein schönes, schön angelegtes Areal ist. Und nun stelle man sich vor, das Leben ist wie dieses Sitzen in dem Zug. Man kann rausgucken, man wird geführt sozusagen vom Schicksal, was diesen Gleisen eben folgt, die mehr oder weniger von einer unbekannten Macht uns vorgegeben sind. Wir sind in diesem Zug einfach drin und fahren halt und sehen dies und das auf unserem Lebensweg. Und am Ende ist die Fahrt fertig. Wir sind am Endbahnhof. Und dann ist die Frage, was passiert dann? Werden wir dann diesen Garten verlassen? Also sollen wir sozusagen
aussteigen und direkt den Ausgang vom Palmengarten nehmen? Oder endet der Zug womöglich außerhalb des Gartens? Die Antwort ist nein. Der Zug endet, du kannst aussteigen, aber du bist immer noch hier in diesem Garten. Aber mit dem Unterschied, du bist ja nicht mehr gebunden an diese Perspektive, immer nur aus dem Zugfenster zu gucken, sondern du kannst dich jetzt frei bewegen. Du kannst an alle Orte zurückgehen, die du gesehen hast auf deinem Lebensweg. Du kannst sie dir von ganz anderen Blickwinkeln nochmal angucken. Die werden sich noch ganz andere Seiten an diesen Erlebnissen offenbaren, die dir in dem Moment des Erlebens gar nicht bewusst sein konnten, sozusagen. Du hast gar nicht das Ganze, den Kontext erkennen können. Und auch das, was vielleicht nicht so schön aussah damals, wenn du es plötzlich von einer anderen Seite, in einem anderen Licht siehst, vielleicht auch bei anderen Wetterverhältnissen, bei anderen Sonnenstand und dergleichen. Du hast jetzt die Möglichkeit, es alles in allen Konstellationen noch einmal dir zuzuführen, aufzunehmen, dir einzuverleiben in dieser letzten großen Speise, diesem großen Mahl, dem Mahl des Messias, wo die ganze Welt nun verspeist wird, oder wie auch gesagt wird, wo dann der Leviathan, das große Seeungetüm, auf dem die Welt getragen wird, sozusagen, wo dieser Leviathan dann ja, gegessen wird von den Tzaddikim, also von den Menschenfischern, von dem in uns allen, von diesem Tzaddik, dem, was eben rausfischt und das rausgefischt wird auch gleichzeitig, was dann in dieser Ewigkeit dieses Mahl, dieses messianische Mahl einnimmt, eben diesen Leviathan verspeist. Dann am Ende die Haut dieses verspeisten Seeungetüms nimmt und darin wohnt wie in der Sukka, in der Laubhütte. Und diese Laubhütte auch mit dem achten Tag am Ende abgeschlossen, Shmini Atzeret. Ein klares Sinnbild auf eben den achten Tag überhaupt, auf die Ewigkeit, jenseits dieser 7x7 Welt hier. Der Palmgarten, also auch vielleicht so ein bisschen mein Paradies, oder zumindest so ein kleiner Vorgeschmack auf den. Dann zu den letzten beiden, oder den ersten beiden kommend, aber für diesen heutigen Monolog, also die letzten, die zweite und die erste, Yitzchok und Avrohom. Gerade zu Avrohom würde ich ganz gerne noch einfach mal eine kleine Geschichte, so zu seinem Werdegang, wie er der wird, der ist, der Vater allen Glaubens, der Freund Gottes und wie er noch genannt wird. Eine Geschichte aus dem Midrasch, also aus den Nebenerzählungen zum Bibeltext. Aber vorher kurz zu Yitzchak. Auch diese beiden, die 1 und die 2 von den Sfirot, Avram und Yitzchak, den Vater und den Sohn, können wir auch wieder nicht komplett voneinander isolieren, trennen, sondern sie sind eben auch diese obere Waagerechte einfach, so ähnlich wie eben dann Mose und Aaron auf der Ebene darunter, die noch einmal der Reflex davon sind. So sind eben auch Avram und Yitzchok ganz eng aneinander, auch in ihren Geschichten natürlich gebunden. Und zu Yitzchok wurde ja auch schon einiges gesagt, und es war auch damals schon immer in Bezug auf Abraham, diese passive Kraft in der Schöpfung, so ist zum Beispiel einer der Videoausschnitte dann genannt bei YouTube, aber auch zur Sehschwäche Isaaks, dieses bei der Akedah, also das soll jetzt hier auch nicht alles wiederholt werden, nur noch mal darauf hingewiesen, dass da schon vieles zu gesagt wurde, was eben gerade dieses auch durch dieses enge Verknüpftsein, gerade diese Akeda ist ja eben von beiden, von Avram und Yitzchak, eine sehr wesentliche Lebensstation, wenn man es so betrachten will. Und vielleicht kann man noch bei Isaak anfügen, dass er eben auch das ist, was in diesem Lied vom Lamm, was schon mal jetzt wieder eben angeführt wurde,
die Stelle vom Hund einnimmt, also nach der Katze, die als erstes kommt, dass der Hund an zweiter Stelle steht und das auch ausdrückt, dieses Verhältnis von Chesed und Gevura. Oder Gevura, strenge Dien hatten wir auch gesagt, so Gericht. Also gerade dieses Gesetzmäßige, der im Vordergrund steht, der Chesed, ja gerade die ungesetzmäßige Gnade, Huld, Gunst, auch könnte man es vielleicht sagen, Güte einfach, Liebe, wirklich Liebe in so einem sehr tiefen Sinne. Jetzt, wo ich es so ausspreche, würde ich sogar denken, dass vielleicht Güte eigentlich der, was ja schon der Beste, einer der besseren Übersetzungen wäre für dieses Chesed. Das ist eben, was der Durchbruch aus dem Nichts erstmal ist. Der erste Schöpfungstag. Yehi Or. Und es wird Licht, es werde Licht, es wird Licht. Das Licht, was die Ordnung ermöglicht in dem Chaos einer Dunkelheit. Und das ist eben Abraham. Er ist ja dann auch der Durchbruch zu diesem Glauben an den wahren Schöpfer, den wahren Gott Himmel von Himmel und Erde. Und wie es halt eben zu diesem Durchbruch kommt, er kommt ja sozusagen aus der, auch aus der Welt, einfach aus der Generation von Götzendienern, wie es dann heißt. Und er ist der Erste, der einfach durchbricht. Aber das gleich, so Gott will, Isaac noch ein paar Worte. Einerseits also diese Din-Gevura-Seite, strenge Gericht. Damit einhergehend dann aber auch das, was schon mal auch gesagt wurde, Pachad, der Schrecken. Also Pachad Yitzchak, zu diesem Schrecken Isaaks, als einem Gottesnamen haben wir schon manches gesagt. Das sei hier dann auch vorausgesetzt. Und Pachad, gerade neulich in einer Ausgabe von einer deutschen Sohar-Übersetzung, also natürlich längst nicht das ganze Buch Sohar, sondern einige Ausschnitte. Dieses eine ziemlich neue Auflage davon, nach der Übersetzung eines gewissen Ernst Müller, der auch ein Anthroposophie-Anhänger Rudolf Steiners gewissermaßen war und sich laut Wikipedia zumindest sein Leben lang bemüht hat, um so einen gemeinsamen Grund zu finden von Judentum und Christentum und eben auch Anthroposophie. Wahrscheinlich hatte in der Anthroposophie gerade diese Möglichkeit der Verbindung von Christentum und Judentum gesehen, was ich sehr gut nachvollziehen kann bei meinen Einblicken in die in alle drei dieser genannten Schichten sozusagen. Und gerade hier in diesem in dieser Ausgabe, dann auf der mehr oder weniger letzten Seite, so ein Bild von diesem Sphirot-Baum, Lebensbaum. Es gibt da ganz unterschiedliche Ausführungen von. Gerade auch in den Linien, in den Verbindungslinien unterscheiden sie sich ein bisschen. Diese Linien hier, die äußeren, die Malchut auch noch mit Netzach und Hod verbinden, sind in anderen nicht vorhanden. Da ist Malchut nur über Yesod mit den anderen verbunden. Und dagegen sind diese zwei sozusagen an anderer Stelle. Drei hier oben sind die oberen drei, die kamen jetzt in der Siebenheit nicht vor. Die Siebenheit eben. Es gibt viele Bilder von dieser Art im Internet mit einer leichten Google-Images-Suche, Google-Bildersuche, wird man da einiges finden. Jedenfalls hier habe ich das erste Mal den Namen Pachad auch wirklich für den Namen dieser Gewirra gesehen. Übrigens die mittlere Tiferet haben wir sie jetzt genannt, wird hier einfach Rachamim genannt, sowie überhaupt die ganze Mittelsäule meiner bisherigen Erfahrung nach auch genannt wird. Und ja, ansonsten. Das sollte nur kurz nochmal angeführt werden. Dass eben Pachat auch vorkommt als so ein Name. Und da ist mir dann noch zufällig was aufgefallen, dass Pachat Yitzchak, das hatten wir schon mal in anderem Zusammenhang, ja die 300 ist.
Also gerade das, wo Adonai und Elohim auch ihre Einheit finden sozusagen oder sich darin zeigt in dieser 300. Wenn wir aber jetzt noch die beiden anderen Namen, die diese Sphira der zweiten gegeben werden, dazu rechnen von ihren Zahlenwerten, ihren ganz normalen äußeren Zahlenwerten, Din und Gewürah, bei Din die 64 und bei Gewürah die 216. Ja. Kopfrechnen. 216 plus 64 ist die 280. Und wenn wir das jetzt einfach mal alles zusammenzählen, auch wenn es jetzt etwas willkürlich erscheinen mag, ist es mir halt nur aufgefallen, haben wir wieder die 580, diese Zahl, die uns schon des Öfteren begegnet ist. Das Shofar zum Beispiel hat diese 580. Aber es ist eben die 58 auf dieser Ebene, ein Zehner, also eine Zehnerebene höher sozusagen. Ja, verzehnfacht halt. Und das erinnert dann vielleicht auch daran, dass diese 58, eben die Zahl der Gnade, der Chen, auch schon aufgetaucht ist als der Atebash-Wert von dem Wort Shafat oder Shofet, richten, Richter und so weiter. Dass also dieses Richten auf der anderen Seite, da wo es sozusagen seinen Anker in der Ewigkeit hat, im Jenseitigen, genau diese 58 hat. Also diese Chen und diese Noach, diese Ruhe, diese Gnade. Und Ähnliches zeigt sich eben scheinbar auch, wenn wir diese Namen für die Sephira, Gvira oder eben die zweite Sephira zusammenrechnen. Zumindest jetzt diese vier, beziehungsweise diese drei plus den Patriarchen Yitzchak, der dem zugeordnet ist, wenn wir das zusammenrechnen. Dieser Monolog ist sowieso schon wieder viel, viel länger geworden als eigentlich üblich. Er wird dann auch wohl in zwei geteilt werden müssen, der Übersicht halber und den Hochlademöglichkeiten halber. Aber jetzt zum Abschluss dann doch noch die Abraham-Geschichte vielleicht ein bisschen erzählen. Denn das wurde ja jetzt schon öfter angesprochen. In dieser ersten Sphira ist eben dieser Durchbruch ausgedrückt, der eben aus dieser Chesed, aus dieser Güte, aus dieser Liebe entsteht oder daraus geboren wird, eben hervorbricht wirklich. Und das ist eben auch, was Abraham durch sein Glaubenswerk, wenn man es so nennen will, durch sein Vertrauen und seine Treue auf diesem Vertrauen, sein Handeln dann auch zu basieren zu lassen. Dadurch sozusagen ist ja der Ursprung, die Wurzel dann auch später des Baumes, wo dann der Stamm Jakob sozusagen ist und die Zweige, die sogenannten Stämme, also eigentlich eben Zweige der Kinder Israels. Und das Volk Gottes also hat seinen Ursprung im biblischen Narrativ gewissermaßen in Abraham. Denn zwar gibt es auch schon vorher wichtige Stationen in der Ahnenlinie, natürlich insbesondere bei so Leuten wie Noach oder auch Seth natürlich, oder Noachs Sohn Shem, sind nicht außen vor zu lassen, aber es wurde ja auch schon gesagt, gerade Shem wird dann auch als einer der Lehrer von Abraham genannt, neben Eber, dem Hebräer-Stammvater. Und Abraham ist dennoch etwas Besonderes dahingehend, dass seine Vorväter im Gegensatz zum Beispiel zu Shem, der Noach als Vater hatte, und Noach überhaupt, die Geschlechter von Noach, also seine eigenen Vorfahren, werden ja auch rundum als noch sehr nah eben dem Göttlichen genannt. Trotz allem ist schon, trotzdem es alles schon ein Abstieg natürlich ist, also einer der Vorfahren heißt ja auch Abstieg, Jered, oder ich weiß nicht, vielleicht manchmal Irat oder ähnliches, dann in der deutschen Bibel, aber hebräisch Jered jedenfalls, hinabsteigen. Und es wird ja auch gesagt, dass schon bei Enosch, also bei dem Sohn von Seth, also dem dritten von Adam angerechnet,
eigentlich es klar bergab geht, in dem Sinne, dass da die Leute, die Menschen anfangen, den Namen des Herrn zu nennen oder zu sagen. Dieses, den Namen des Herrn, also das Tetragrammaton steht dann da im Original, das Yod-Heh, Vav-Heh, zu nennen, wird in der Überlieferung halt keineswegs positiv, oder zumindest nicht nur positiv gedeutet. Man könnte es ja so verstehen wollen, ja, die kannten den Namen Gottes und haben ihn besonders eifrig gelobt und ihm gedient. Aber es wird dann eher so gedeutet, dass sie anfingen, diesen Namen sozusagen zu gebrauchen, als etwas, was sie versuchen, zu ihren Zwecken zu kontrollieren, wie man ja sagt, so. Wer einer Sache Namen kennt, der kann sie beherrschen. Oder noch besser eines Menschen Namen, der kann den Menschen beherrschen. Beispiel aus der deutschen Märchenliteratur ist natürlich Rumpelstilzchen. Also, wie gut, dass niemand, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Und dann hört's der Vertragspartner und kann plötzlich doch den Vertrag wieder auflösen. Die Geschichte mag ich dasselbe bei den Brüdern Grimm. Auch deren Andenken zum Segen, wohlgemerkt, bei ihnen nachlesen. Jedenfalls, dieses Namen benutzen, Namen kennen und benutzen, ist eben etwas Zwiespältiges und die Menschen, wir Menschen, neigen halt dazu, allzu leicht sowas zu unseren eigenen egoistisch-egomanischen Vorteilen anzuwenden oder zumindest zu versuchen. Am Ende fällt sowas immer auf einen zurück, aber. Bis es soweit ist, kann man den einen oder anderen Schaden angerichtet haben. Nicht umsonst heißt ja auch ein Baal Shem, ein Mann, ein Besitzer des Namens eigentlich, auch Baal Shem Tov, also Baal Shem Tov, gut, noch im Zusatz. Also Baal Shem ist in gewissem Sinne schon so eine Art Abkürzung, wenn es als Ehrentitel benutzt werden soll. Denn der Baal Shem Tov, da ist eben auch nochmal die Betonung auf das Gute. Das kann man verschieden deuten, auf was genau das Gut bezogen ist. Ein guter Herr des Namens, ein Besitzer des guten Namens und nicht irgendeines schlechten Namens. Auch einfach gar nicht im Sinne von des Gottesnamens kann man es natürlich deuten, einfach nur im Sinne von jemand, der einen guten Ruf hat. Aber das sind schon eher die oberflächlichen Deutungen. Die wohl tiefere Deutung ist einfach, der verfügt über die Kenntnis, und zwar nicht irgendwie theoretische, sondern wirklich praktische, weisheitsvolle, tiefe Einsicht in den Namen des Ewigen, also in das, was wirklich den Ewigen in seinem innigsten Ausdruck, in diesem Yod-Heh, Vav-Heh, in diesem Verhältnis ja auch, was sich darin ausdrückt, in dem der Mensch zu der Gottheit steht, der eben diese Dinge bis in die tiefsten Urgründe zu verfolgen wusste, weiß, beziehungsweise bis in diese Tiefen hineinblickt und dementsprechend dann eben auch handelt. Und das heißt eben nicht, dass er irgendwelche Beschwörungsrituale mit Hilfe dieses Namens und dessen geheimnisvollen Ableitungen praktiziert, sondern im Gegenteil, dass er gerade fast gar nichts irgendwie auf so eine rituelle, magische Weise tut. Natürlich, das mag hier und da mal äußerlich dann so aussehen, wenn er irgendwas Seltsames tut, als ob er da irgendein Ritual vollzogen hat. Aber es wird immer so sein, dass jemand, der es nachmacht, denkt, er könnte es wie eine Zauberformel, Zauberpraxis verwenden, daran nur scheitern würde. Im Gegenteil, jemand, der es versucht nachzumachen, aber es in der heiligen Aufrichtigkeit tut, wie es eben sein Vorbild getan hat, der wird es gar nicht mehr korrekt nachmachen können und auch nicht müssen. Der Effekt wird gleich sein. Es wird zum Beispiel erzählt von so einer Geschichte. Ah, ich krieg sie nicht mehr wirklich zusammen, aber von dem Baal Shem Tov, von dem sich der Chassidismus mehr oder weniger komplett ableitet, also der Israel ben Eliezer, Israel Sohn des Eliezer, der eben ehrenvoll als Baal Shem Tov bezeichnet wird,
dass der einmal ein bestimmtes Gebet hatte, was mit bestimmten Formulierungen einherging, was an einem bestimmten Ort, ich glaube in der Natur, im Wald oder dergleichen, stattgefunden hat. Und das kannten eben dann noch seine Schüler nach seinem Tod. Und man hat es versucht auch nachzumachen. Aber man hatte schon nicht mehr sozusagen, ich erzähle es einfach mal ein bisschen frei, man hatte schon nicht mehr genau dasselbe Verständnis wie dieser Baal Shem Tov es hatte. Aber trotzdem, es hat gereicht, dass sie es ihm in seiner Nachfolge getan haben. Es hat immer noch gewirkt. Es war irgendwie eine Heilung oder dergleichen. Die nächste Generation wusste noch den Ort dort im Wald, wo das gemacht wurde, wusste noch so ungefähr so die äußerlichen Bewegungen, aber wusste schon nicht mehr die Worte, die als Gebet gesprochen werden. Trotzdem hat es noch gereicht. Und dieselbe Wirkung wurde noch erzielt, weil es eben diese Tradition fortgesetzt wurde, dieses in Treue versucht wurde, das Richtige zu tun. Und dann die nächste Generation kannte leider auch nicht mehr den Ort. Noch so ungefähr, dass irgendwelche Handlungen vollzogen wurden, aber mehr auch nicht. Aber auch das hat sogar noch gereicht. Und wieder eine Generation später, die wusste auch nicht mehr, welche komischen Handlungen es dann genau waren. Die konnten nur noch erzählen davon, dass es einmal sowas gab, dass damals noch die Handlungen bekannt waren und noch eine Generation vorher wusste man sogar noch den Ort im Wald und noch eine Generation davor wusste man sogar noch das Gebet, den Wortlaut und noch eine Generation davor, da war der Baal Shem Tov selber und der wusste noch warum und wie und was und noch alles und die Tiefen des Mysteriums dazu. Heute konnte man es also nur noch erzählen, aber sogar das hat noch gereicht. Halleluja, ja. Das ist eben dieses typisch Chassidische, das Vertrauen und die Chesed eben. Daher kommt ja dieses Wort Chassidisch, Chassidentum, Chassidut von dieser Chesed, also dieser Durchbruch wirklich aus dem Nichts und dann einfach darauf zu vertrauen, dass es schon weiter irgendwie sich durchzieht, auch durch die 2, durch die 3, durch die 4, durch die 5, durch die 6 bis zu 7. Dass da immer noch dieses Urlicht irgendwo enthalten ist, wie es eben im Knochenmark, auch in jedem Wesen eingeschlossen ist, dieses Urlicht und zu seiner Zeit befreit und wieder emporgehoben wird, dass dieser göttliche Funke, der gesammelt wird vom Menschen, vom Tzaddik in jedem Menschen. Dass aber überhaupt sowas fortgesetzt wird, also dieser Urimpuls aus dem Urvertrauen, wie es Abraham so perfekt verkörpert und diese Gnade, die da eben zu diesem Wunder verhilft, dass sich das eben fortpflanzen kann, sozusagen bis in diese Welt der Siebenheit hinein. Dafür ist eben als allererstes nötig die zweite Sphira, die Beständigkeit verleiht. Und das ist eben das Gesetz. Diese Welt, wenn sie geschaffen wird, auch noch aus noch so einer kreativen noch so einem kreativen Urimpuls heraus, wenn dann alles nur chaotisch weiter sozusagen wuchert, dann ist keine Schöpfung, keine Ordnung in der Schöpfung und die Schöpfung hat keinen Bestand. Wenn aber direkt damit einhergeht die zweite Sphira, die Gvira, die Din, eben das Gesetz dieser Ordnung, das Ordnungsprinzip sozusagen, das Regelmäßige, dann hat diese Chesed auch Beständigkeit. Natürlich zeigt sie sich in den folgenden Sphirot dann anders, immer in dieser neuen Gestalt und alle spielen ja auch irgendwo zusammen, aber jede enthält alle vorherigen in sich. Und gerade diese Gvura ist eben die Beständigkeit, den Bestand verleiht, dieser ganzen Schöpfung der 7 Tage. Und genau, wir hatten von der Katze und dem Hund in diesem Lied gesprochen, wo eben gerade die Katze für dieses Unerwartete steht. Wie eine Katze eben auch nicht so zu kontrollieren ist. Also man kann der Katze sehr viel schwieriger zumindest nur irgendwelche Befehle beibringen und sie wird niemals diesen treuen Menschenbegleiterstatus annehmen,
auch wenn man es versuchen wird, wie es der Hund einfach schon von Naturinstinkt her irgendwie hat. Zumindest der Hund, wie wir heute den Hund kennen. Und der Hund ist demgegenüber eben diese Treue, wie sie auch die logisch-gesetzmäßige Denkart des Menschen verkörpert. Etwas, worauf man sich verlassen kann, wo die Regeln immer gleich bleiben, wo man sozusagen sich dran festhalten kann, was einen festen Boden unter den Füßen gibt, gegenüber eben diesen katzenhaften, sprunghaften und nicht so leicht zu fassen kriegenden und ja, die Magie, das Unerwartete, das Überraschende, das Durchbrechende eben, das ist eher diese Eins, Avraham und die Katze in dieser Geschichte oder sagen wir auch einfach in diesem Grundwidersatz von Katze und Hund, während der Hund eben gerade dieses Vernunftprinzip ist. Nicht im negativen Sinne, sondern eben in diesem Beständigkeit, Grundlage bietenden Sinne. Aber der Hund eben auch als das Tier, was es verkörpert, hat auch wiederum die Gefahr, dass er wild wird. Und gerade der wilde Hund, der dann auch nicht mehr an ein Haus gebunden ist sozusagen, sondern der in der Wildnis oder einfach in der Stadt als Straßenköter sozusagen sich rumtreibt, der ist eben schon eher eine Gefahr dann auch für das Menschliche, für den Menschen. Und vor dem sollte man sich hüten. Und das Bellen dieses Hundes ist eben bedrohlich. Dagegen das Bellen des Wachhundes ist eben etwas Gutes für den Hausbesitzer, denn es ist ein Zeichen, was ihn warnt vor Gefahr, vor Eindringlingen oder dergleichen. Und da zeigt sich halt der Unterschied, ob der Verstand, der Hund in sich, also in einem selbst gebunden ist. Es muss nicht zwangsläufig sein, im Sinne an die Kette gelegt, aber dass er weiß, wo sein Haus ist, was seine Aufgabe ist, wer sein Herr ist vor allem und dem treu dienen. Also es gibt wohl kaum etwas Treueres in der ganzen Schöpfung als einen wirklich treuen Hund, der seinem Herrchen ergeben ist und ihn anguckt und nur darauf wartet, danach lechzt, einen neuen Befehl zu kriegen, sozusagen, um sein Herrchen glücklich zu machen. Und dagegen, wenn ein Hund mal was falsch gemacht hat, irgendwo hingemacht hat, etwas fallen gelassen hat, sozusagen, wo es nicht sollte, dann weiß er schon, dass er was Schlechtes gemacht hat. Und dann wird er richtig und fühlt sich schlecht und man sieht es einem Hund wirklich an, wie er einfach seinem Herrchen gefallen will. Diese Treue, das drückt sich wohl in keinem anderen Tier, zumindest auf diese Ebene so aus, also diese Treue vom Knecht zum Herrn sozusagen. Und das soll eben auch dann der Verstand im Menschen sein. Gesund soll er sein, der Hund soll gut gepflegt werden, er soll nicht vernachlässigt werden, er soll nicht irgendwie gequält werden, Gott behüte, er soll geliebt werden als ein Haustier eben, wie das Wort selbst besagt, zum hausgehöriges Mitglied. Kein Mensch, er soll nicht wie ein Mensch behandelt werden, aber als ein geliebtes Haustier eben. Und so ist eben auch der Verstand zu behandeln, zu aufzufassen. Diese Haltung sollte man der eigenen Vernunftseite, der linken Seite sozusagen gegenüber an den Tag legen, versuchen jedenfalls, sie erstreben. Und dann ist dieser Hund, diese Gewürr, dieser zweite Sphira, sehr wichtig und gibt erst den festen Halt in dieser Welt und gibt dieser Welt eben den Bestand. Aber Abraham wollte noch was sagen. Die Geschichte seines Durchbruchs aus dem Götzendienst sozusagen. Vater heißt Terach. Terach, ein Götzendiener. Und ich glaube sogar nach der ein oder anderen Erzählung, einer der einflussreicheren sozusagen Männer in seinem Bezirk. Und zum Beispiel wird dann erzählt, zu ihm bringen Leute auch irgendwelche Opfergaben. Es wird gesagt, eine Frau bringt irgendwie einen Kuchen oder ein Brot und will es eigentlich dem Vater Terach geben, dass er es seiner großen Götzensammlung eben darbietet als Opfer. Denn er hat eine große Sammlung von solchen Figuren im ganz handfesten Sinne in dieser mythologischen Erzählung. Diese Frau kommt dann also zu Terachs Haus, trifft aber nur den Sohn Avraham. Terach ist gerade nicht anwesend.
Und Abraham wird eben beauftragt. Hier gibt es den Götzen deines Vaters, also den Göttern deines Vaters. Was dann Abraham aber macht, so ungefähr, ist, er zerschlägt alle Götzen mit einem Hammer und diesen Hammer legt er dann dem einzigen Götzen, den er nicht zerschlagen hat, in die Hände. Und das ist der größte von allen, die der Vater Terach hatte. Und als dann der Vater nach Hause kommt, sieht er, was ist hier passiert? Was hast du gemacht, Abraham, mein Sohn? Und Abraham sagt, warum ich? Warum soll ich das gemacht haben? Guck doch da, Beweis. Der Hammer ist doch in der Hand von dem Götzen, von dem Größten, dem Einzigen, der noch stehen geblieben ist. Der wollte offensichtlich der Einzige sein hier, der verehrt wird, hat einfach alle seine Nebenbuhler kaputtgeschlagen. Terach, der halt doch irgendwo eigentlich nicht blöd ist und weiß, dass diese Götzen tote Götzen eben sind und keine wirklichen Götter, keine Lebewesen, lässt sich natürlich nicht von seinem kleinen Schlaumeier-Sohn da irritieren und veräppeln sozusagen, sondern sagt hier, bist du noch ganz sauber, was redest du da? Das sind tote Holzgestalten, die können nicht andere Holzgestalten kaputt schlagen. Das hast du dir jetzt hier schön ausgedacht, aber hältst du mich für blöd oder was? Und ja, damit hat Abraham sozusagen seinen Vater überführt, dass er doch genau wissen müsse, dass es eigentlich alles tote Götzen sind. Aber so ähnlich wurde mir zwar die Geschichte mal erzählt, als ich sie neulich im Midrasch gelesen habe, ist sie sehr viel kürzer natürlich, also in einem. Auch das habe ich hier gerade parat, dann zeige ich mal. Bücher, schöne Ausgabe von dieser Forgotten Books Reihe, also wo Bücher, die kein Urheberrecht mehr, die nicht mehr geschützt sind von Urheberrecht sozusagen, werden dann einfach eingescannt von irgendeiner, von so einer Druckerei und dann eben einfach abgedruckt. In nicht besonders guter Druckqualität natürlich, aber dafür kriegt man dann diese Bücher zu ganz günstigen Preisen. Und das hier ist, wie es heißt, der Midrash Bereshit Rabbah, das ist die haggadische Auslegung der Genesis. Zum ersten Mal ins Deutsche übertragen. Und zwar von einem gewissen August Wünsche. Auch sein Andenken zum Segen, das ist wirklich sehr schön. Es ist nämlich ins Deutsche übertragen, aber es ist an vielen Stellen, wenn eben gerade so Wortspiele im hebräischen Original stehen, zumindest in Fußnoten oder in Klammern, dieses hebräische Wort auch wirklich in hebräischen Buchstaben dann angegeben und das dann liest stattdessen so und so das andere hebräische Wort. Also es ist mal etwas, was wirklich mit den Hebräischkenntnissen, die man mitbringt, einen ganz guten Zugang ermöglicht. Weil diese Wortspiele kommen halt sehr häufig vor, gerade in diesem Talmudisch, also das sind ja oft aus Talmud-Stücken zusammengesuchte Geschichten. Wenn ich sogar nur, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Und da kommt eben oft dieses Wortspielen, wenn man es so nennen will. Dieses eben die Doppeldeutigkeiten und Mehrdeutigkeiten beachten vor. Und jedenfalls in diesem besagten Buch habe ich dann diese Erzählung wiedergefunden. Da wird dann aber gar nicht direkt die Antwort in diesem Sinne von Terach gesagt auf diese Behauptung von seinem Sohn Abraham, dass der größte der Götzen die anderen kaputtgeschlagen hätte, sondern es wird eigentlich nur sowas gesagt wie, ja, hier, jetzt hast du es aber übertrieben, jetzt hast du den Bogen überspannt oder so, wie auch immer. Jedenfalls, dass er dann den bösen Nimrod, den König oder wie auch immer, den Herrscher der damaligen Epoche, den großen Erzfeind Abrahams, ruft und Abraham sozusagen an ihn ausliefert. Dann ist Abraham also von Nimrod gefangen genommen und soll in einen Glutofen geworfen werden, in einen Feuerofen. Das ist auch eine relativ bekannte Erzählung, dass Abraham dieses dann überlebt, durch sein Vertrauen einfach. Aber es wird dann in diesem Midrasch noch kurz vorher eine Episode erzählt, wie Nimrod Abraham sozusagen vom Feuer anbeten erzählt, vielleicht auch überzeugen will, jedenfalls sagt, er selber Nimrod sei, er bete das Feuer an, er sei ein Feueranbeter.
Abraham, ja, aber wenn du schon so an die Sache rangehst, dann würde ich doch lieber das Wasser anbeten, weil das Wasser, das löscht ja das Feuer. Er sagt Nimrod, ja, okay, dann komm, bete mit mir das Wasser an, weil er will ihn die ganze Zeit zum Götzendienst überreden. Das ist sein einziger Kritikpunkt an Abraham, dass Abraham eben nicht bereit ist, den Götzen zu dienen. Und der Nimrods Reich hier in dieser Welt, der ist ja auch wieder quasi was, eine Art Vorschatten auf den Pharao von Ägypten, könnte man sagen. Also es ist ja etwas sehr Ähnliches. Der Herrscher der Welt eben, der irdische, materielle Beherrscher. Und da ist dann eben Nimrod einfach nur darauf bedacht, jeden Menschen zu einem Götzendiener zu machen. Denn jemand, der nicht diesen Strukturen seiner Herrschaft dient, den kann er also nicht kontrollieren, der dient nicht seinen Zwecken. Und deswegen will er Abraham zum Götzendienst verführen, überreden, im letzten Punkt zwingen. Er versucht es aber erstmal mit dieser Überredeart. Erst wollte er ihn vom Feuer überzeugen, was ja doch die Macht des Göttlichen ausdrückt. Und nachdem das Wasser ihm dann aber vorgehalten wird, will er halt stattdessen Abraham zum Wasser anbeten überreden. Dann sagt aber Abraham wieder, ja, aber warte mal, Wasser, dann doch eher die Wolke, die das Wasser trägt. Er sagt, ja gut, dann sei es halt die Wolke, dann kommen wir beten gemeinsam die Wolke an. Die Wolken. Dann sagt Abraham, ja, aber dann eigentlich ist die Wolke ja auch etwas, was bewegt wird vom Wind. Also, wenn, ist doch der Wind das über diesem Wasser, dieser Wolke, die du anbeten willst. Sagt Nimrod, gut, dann beten wir halt den Wind an. Aber auch den Wind will Abraham natürlich nicht anbeten und sagt, ja, aber das gebührt doch dann eher noch dem Geist. Nimrod wiederum, dann beten wir eben den Geist an. Abraham, nein, das gebührt doch eher noch dem Menschensohn, also dem Sohn des Menschen, der den Geist trägt. Also Sohn des Menschen im Sinne von einfach einem sterblichen Menschen, der einen Geist in sich trägt. Also beten wir doch den an. Aber da merkt Nimrod langsam, dass er hier nur an der Nase herumgeführt wird und hat genug von diesem Spielchen und sagt, genug damit. Ich bete allein das Feuer an und wenn du mir nicht folgst, dann werfe ich dich in ein Feuer, in den Feuerofen nämlich. Und so kommt es dann eben und das Ganze wird beobachtet von Abrahams Bruder Charan ist es, Charan. Und er denkt sich dann, okay, ich will schauen, ob Abraham, wenn Abraham gerettet wird, wie es sein Glaube verspricht, wie es sozusagen ihm sein Gott verspricht, dann will ich ihm folgen und werde dann auch ein großer Mann des Glaubens sein und auch geachtet dafür, dass ich so ein frommer Mensch bin, so ungefähr. Also beobachtet er, wie es ausgeht und es passiert eben so, wie es dann mehr oder weniger bekannt sein dürfte. Abraham wird reingeschmissen in diesen Feuerofen, aber er kommt unbeschadet wieder raus. Und das wird ihm eben als eine der Prüfungen, man sagt, Abraham wurde 10-mal geprüft und 10-mal hat er bestanden. Und als eine davon wird es ihm eben angerechnet. Und Charan meldet sich dann sozusagen quasi fast schon freiwillig dazu. Beziehungsweise er hätte ja auch sozusagen einfach den Götzendienst annehmen können und hätte gar nicht den Feuerofen gebraucht. So aber macht er einen auf Held, könnte man sagen, und weil er denkt, er wird ja sowieso gerettet. Ich habe es ja gerade gesehen bei meinem Bruder Abraham. Aber weil er das eben gesehen hatte und in dem Wissen, in dem vermeintlichen oder in dem, ja, weil er nur einen Beweis schon, also er hat es nur gewagt, weil er den Beweis hatte, dass ihm nichts geschehen würde. Und das war dann sozusagen der Grund, warum er doch verbrannt ist. Er wurde zwar sozusagen trotzdem dafür entlohnt, in der Welt, die da kommt, so sagt man, er wird entlohnt, weil er immer noch den Glauben hatte, dass Gott es kann. Er hat es halt gesehen vorher bei Abraham, aber er hat es eben erst dann gewagt und er wollte es quasi zu seinem Vorteil auch nutzen, dieses Wissen, diese Erfahrungstatsache, es gesehen zu haben. Und das ist dann eben der Unterschied zwischen Charan
und Abraham, der es völlig aus reinem Urvertrauen gemacht hat, ohne auch nur ansatzweise wissen zu können, und er hätte wissen können, dass er gerettet wird. Er war wirklich bereit, in den Tod zu gehen für das wahre Ewige, anstatt irgendwelchen gebastelten, selbstgebastelten Abbildern. Und so fängt es an. Also, das ist der Durchbruch, wo von der Dynastie von Götzendienern der erste Spross hervorblüht, Abraham, diese Chesed aus dem Chaos. Es werde Licht. So fängt es an. Und so endet das hier. Ein sehr langer Monolog diesmal. Aber das darf auch mal sein. Mal sehen, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Welche Themen noch auf uns warten. Wie wir überhaupt weitermachen. Ob wir überhaupt weitermachen mit dieser Siebenheit. Es wird sich zeigen. Shalom Aleichem, Baruch Hashem.